Vom Architekten zum Immobilienmakler. Ist denn das Maklergeschäft dann doch so einfach, wie viele denken? Wie bist du denn jetzt auf diesen Weg gekommen, dass es dann doch funktioniert? Genau, also lieber Viktor, herzlich willkommen hier bei uns in unserem Immolution Podcast. Viktor Wertz, Wertz Immobilien aus Biedenkopf. Und erstmal schön, dass du da bist, lieber Viktor. Und ja, ich würde direkt mal gerne, weil du hast ja eine ganz spannende Reise in Richtung Immobilienmakler. Du bist Quereinsteiger, du hast nebenberuflich gestartet und wir wollen heute mal so ein bisschen in unserem Podcast darüber sprechen, was sind denn so die Dinge überhaupt, wie startet man richtig als Immobilienmakler, wie findet man den richtigen Einstieg, welche Fehlerchen sollte man vielleicht auch vermeiden, und da wollen wir einfach mal so ein bisschen drüber reden. Hm. Erzähl mir doch mal so, was hast du überhaupt gemacht, also was, wo kommst du ursprünglich her, was hast du gelernt, was ist dein Beruf, Ingenieur, das kommst du aus diesem Bereich heraus. Erzähl mal. Ich habe ganz am Anfang meiner Laufbahn, beruflichen Laufbahn, Schweißer gelernt. Ah, also ich, okay, bin ausgebildeter Schweißer, könnte hier ein paar Dinge schweißen. Ja. Und so im Laufe meiner Karriere, dann bis zum Studium, nebenberuflich, habe ich dann Wirtschaftsingenieurwesen auf der FH in Frankfurt studiert. Und genau, und dann irgendwann schon vor dem Studium auch als Projektleiter für internationale Entwicklungsprojekte gearbeitet. Aber du hast dich ja da auch selber hochgearbeitet. Ne? Das heißt, genau, du bist ja nicht immer Projektentwickler, Projektleiter für internationale Projekte gewesen. Also das ist ja auch schon eine ziemlich coole, spannende Story, wie du das gemacht hast. Ne? Vielleicht erzählst du das mal. Das fand ich total cool. Genau, also ich habe in der Produktion eines Automobilzulieferunternehmens gearbeitet. Etwa 5 Jahre lang, also auch in Schichtbetrieben, ja, Frühschicht, Spätschicht. Und irgendwann kam es dazu, durch mein Engagement dort, samstags gearbeitet, sonntags gearbeitet, Feiertage durch, ja, also alles mitgenommen, was geht. Natürlich auch keine Kinder gehabt, keine Frau, keine Verpflichtungen. Und das fällt auf. Ja. Und dann wurde ich irgendwann angesprochen und die haben gesagt, hier, du kannst auch in die Technik gehen und dort als Prozessbetreuer mitarbeiten. Und das war sozusagen der Schuh in der Tür, wie man klassisch sagt, ja. Und da habe ich dann als Prozessbetreuer einige Jahre gearbeitet, bis dann ein Projektleiter aus unserem Team die Firma gewechselt hat. Mhm. Und am selben Tag stand ich dann bei meinem Vorgesetzten in der Tür und habe gesagt, Volker, lass mich diesen Job machen. Und dann hat er mich so angeguckt und gesagt, ja, das probieren wir mal aus. Und eigentlich gehören diese Jobs Ingenieuren. Ja, also das waren alles vor mir und nach mir Ingenieure. Und ich war halt keiner. Ich hatte nicht mal einen Techniker. Das höchste Abschluss ist Abitur. Und das haben wir ausprobiert. Das hat wunderbar funktioniert. Und dann habe ich von dort irgendwann gewechselt zum anderen Unternehmen, ein sehr deutschen, sehr großen Unternehmen und da auch direkt als internationaler Projektleiter für Entwicklungsprojekte eingestiegen. Im Übrigen auch ohne Ingenieurstudium, das habe ich dort dann noch nebenbei gemacht. Okay, also nebenbei hast du immer viel, also hast du viel getan, um dich weiterzubilden, weiterzuentwickeln, um sozusagen dich auch dann in deiner Karriere nach vorne zu bringen. Genau. Und jetzt gab es ja einen Moment, also hast ja auf jeden Fall erstmal nebenbei auch dann noch angefangen, in Immobilien zu investieren. Das ist richtig, genau. Okay. Vor einigen Jahren, also das sind jetzt, glaube ich, 7 Jahre her, da habe ich, kam auch über meine Frau, ja, weil sie sehr fordernd ist, und gesagt, hier Viktor, ich sehe dich da und da. Ich habe mich selbst da nie gesehen. Ja. Ich war immer quasi happy und zufrieden mit dem, was wir hatten. Du hast schon mal eine starke Frau hinter dir. Ich habe eine sehr starke Frau hinter mir, die mir auch immer den Rücken freigehalten hat. Die hat nur gesagt, diese Richtung bitte, und der Viktor macht das schon. Und sie hat auch übrigens immer gesagt, Immobilien sind was Gutes. Immobilien, was? Keine Ahnung, was Immobilien sind. Ja, also, was man mit denen so macht. Und dann habe ich so angefangen, mir das erste, zweite Büchlein zu kaufen, mich damit erstmal beschäftigt, was muss da eigentlich
also quasi von Einnahmen bis hin zu Steuern, Abgaben, Abschreibung etc. Ich habe mir da Hefte voll geschrieben, das Ganze also quasi erstmal studiert. Was muss ich denn alles bezahlen aus diesen Miteinnahmen? Ich bin zu einem Rechtsanwalt gegangen, dann gefragt, was bedeuten die Mietverträge. Ich bin zur Steuerkanzlei gegangen, habe dann mein Excel-Tool hingelegt und gesagt, guck mal, ich habe jetzt berechnet, was ich nach Steuern aus diesen Miteinnahmen rauskriege. Ist denn das richtig? Und ich weiß noch, die erste Steuerberaterin, da habe ich übrigens für eine Stunde über irgendwas über 200 Euro bezahlt für sie, wo sie mir gesagt hat, nee, wird's das nicht richtig. Und ich habe ihr dann gesagt, aber so habe ich es gelernt. Und dann hat sie jetzt gesagt, ah, sie haben doch recht. Also ich habe damals schon einer Steuerberaterin, der ich Geld bezahlt habe, erklärt, dass es eigentlich schon richtig ist, was da berechnet ist. Und als ich verstanden habe, was nach Steuern, Abschreibungen, Abgaben etc. bei mir in der Tasche hängen bleibt als Cashflow, habe ich dann gesagt, okay, jetzt bist du bereit, die erste Immobilie zu kaufen. Cool. Dann habe ich gesucht, gefunden, so war mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft. Also kann man ja so, was ich ja auch immer in meinen Programmen erkläre, du hast erstmal angefangen, dir Wissen anzueignen, hast vor allen Dingen dafür gesorgt, was ja das Allerwichtigste überhaupt ist, es zu verstehen, dass du es wirklich kapierst, wie es ist, und dann hast du umgesetzt. Genau. Aber ist das nicht krass, wenn du jetzt mal so auf deinen Werdegang zurückguckst, war es ja im Prinzip immer dasselbe, ne? Das heißt, du hast dir Wissen angeeignet, dann hast du dafür gesorgt, dass du das auch verstehst, und dann ist die Anwendung, ne, wir haben ja eben noch mal so in unserem Gespräch darüber erzählt, ne, dass einfach die Fähigkeiten stehen immer über dem Mindset. Die Fähigkeiten stehen über dem Mindset. Je fähiger du bist, umso weniger Scheiße kommt hoch. Aus der Birne, ne? So. Genau, ja. Und das hast du ja gerade im Prinzip perfekt bewiesen mit diesem Weg. Ja, genau. Und was dann noch ist, wenn du dir quasi im Klaren darüber bist, wie es funktioniert und dass es funktioniert, was am Ende rauskommt, dann hast du auch weniger Angst im Nacken sitzen, es durchzuziehen, ja, es zu tun. Oder auch von anderer Seite zu verkacken, ne? Dass du's, ja, ne, genau. Weil du ja einfach viel sicherer bist, ja. Ne, in dem, was du da machst. Genau. Sehr schön. Jetzt kam ja dann so auch so ein Moment auf, ne? Das war, wo du dann irgendwie gesagt hast, das kann es ja doch nicht gewesen sein, ne? Oder? So, was, erzähl mal, was ist dann passiert? Du meinst in Sachen Immobilien? Ja. Genau, also da war das erste Mehrfamilienhaus gekauft und dann recht schnell das zweite, dritte, vierte. Also es kamen einige dazu in den nächsten Jahren. Und dabei fiel mir immer wieder Folgendes auf. Und zwar habe ich bisher jede Immobilie, auch unser privates Häuschen, von einem Makler gekauft. Ich bin denen dankbar. Na, ansonsten hätte ich die vielleicht auch gar nicht gekriegt, wenn die so unter dem Tisch, unter dem Radar verkauft würden. Aber dabei ist mir Folgendes aufgefallen, und zwar, dass die Makler mir nicht das geliefert haben, was ich als Kunde eigentlich erwartet hätte. Was hast du erwartet? Vollständige Daten beispielsweise. Okay. Keine vollständigen Daten. Ich musste alles, also nicht alles. Unterlagen und so was. Unterlagen, Nachfragen, bitte schicken Sie mir das, bitte sagen Sie, was ist das noch oder das, ne? Mieteinnahmen etc., Mietverträge, also alles, was damit zusammenhängt. Also ich habe niemals das bekommen, was ich schon in meinen ersten Monaten selbst als Makler gemacht habe, ohne euer Coaching, ne? Und das war bei allen Immobilien dasselbe? Immer dasselbe. Also nicht, dass wir jetzt sagen, das wäre so eine Ausnahme, sondern es war wirklich bei allen Objekten, die du gekauft hast, dasselbe. Ich hoffe, die gucken jetzt nicht zu, aber naja, gut. Im Prinzip, ist, ne? Genau, mehr oder weniger schlimm. Ist ja die Wahrheit. Ja, genau, mehr oder weniger schlimm, so kann man es vielleicht sagen. Okay, und dann hast du eine Entscheidung getroffen. Aber die war ja auch wieder so ein kleiner Umweg, sage ich jetzt mal, ne? Genau, die war ein kleiner Umweg, und zwar wurde mir dann irgendwann die Projektleitung zu einfach. Ja, so kann man sagen. Ne? Jeder Job, den man gewisse Zeit macht, und ich bin ein Mensch, der gerne Herausforderungen annimmt, ja, und die dann auch umsetzt. Und so bin ich dann zu meinen Vorgesetzten und gesagt, hey, Hand gehoben, ich möchte gerne weiter, ich möchte mich weiterentwickeln, nicht bei der Projektleitung bis Rentenalter arbeiten. Ja. Das wurde mir aber nicht gegeben. Also man hat mich nicht
vielleicht für fähig genug gehalten oder war sich vielleicht zu bequem, mir das einzugestehen. Egal. Was auch immer, ja. Ja? Und dann habe ich gesagt, dann musst du dich ja selbst drum kümmern. Und dann kam diese Phase der Ideenfindung, was kannst du denn alles machen? Aber erzähl ruhig mal die Idee mit Corona. Das ist finde ich super cool. So, weil da hast du ja, also erzähl ruhig, das finde ich eine super spannende Geschichte. Okay. Genau, also kurz vor Corona, also das war quasi die Zeit danach, ja, wo ich und meine Frau auch uns Gedanken gemacht haben, was wollen wir in der Zukunft haben. Und es gibt dann ein paar spezielle Seiten, wo man Firmen kaufen kann. Mhm. Ja. Da habe ich mich auf die Suche gemacht, was könntest du denn kaufen? Bäckerei kam nicht in Frage, ich schlafe gerne etwas länger. Und so haben wir einen Indoor-Spielplatz. Wobei, es war ein bisschen anders. Die Idee kam von einem Freund. Er sagte, lass uns einen Indoor-Spielplatz eröffnen. Ich habe gesagt, dieser Gradient, um das in deinen Worten zu beschreiben, dieser Gradient ist zu hoch. Ich kann hier keinen Neubau machen und so weiter. Alles von null. Das ist zu krass. Und nun habe ich mich aber auf den Weg der Recherche gemacht. Habe gesagt, wie kannst du leichter an Daten kommen? Ich habe Indoor-Spielplätze recherchiert, weit weg von uns, in der Hoffnung, dass ich die Betreiber kontaktieren kann und dass die mir offen was erzählen. So, und einer von denen hat sich auch zurückgemeldet, nicht jeder, die Frau Rüppel. Und die hat mir gesagt, Herr Wertz, ich verstehe Ihr Anliegen, ich kann Ihnen auch gerne ein paar Fragen beantworten, aber vielleicht ist es eine bessere Idee, unseren Indoor-Spielplatz zu kaufen. So kam das nämlich, genau. Ah ja, cool. Wir haben gesagt, Sie verkaufen. Genau, wir wollen verkaufen aus Altersgründen. Kommen Sie doch mal vorbei, gucken Sie sich das an. Ist ja krass. Ich war da natürlich inkognito. 2 Wochen später war ich dort. Und dann habe ich die Frau Rüppel angerufen und gesagt, hey, wir sitzen hier, wir können Sie auch mal treffen. Und sie war an der Kasse. Genau, und so kam das zustande. Super toller Indoor-Spielplatz, gute Zahlen, alles bekommen. Der Mann ist Unternehmer, der weiß, was geliefert top werden muss. Top geführt, alles genau, gut. Ja, und dann, sauber. Und dann kam Corona. Genau. Wir haben alles eingefädelt. Notartermin stand, Verträge standen mit Bürgschaftsbank, mit Sparkasse, Finanzierung. Alles stand und dann kam Corona. Also der Termin stand schon. Und dann habe ich gedacht, oh je, was passiert hier? Na? Da habe ich gesagt zu dem Verkäufer, wir müssen das Ding mal ein bisschen schieben. Wir können nächste Woche nicht unterschreiben. Der war da völlig meiner Meinung, also er war völlig relaxed. Hat gesagt, alles klar, lass uns ein bisschen abwarten. Und irgendwann, recht früh, haben wir alle begriffen, das wird nichts hier mit ein paar Monaten. Ja? Das wird eine etwas längere Geschichte. Und so kam es dazu, dass es irgendwann doch, wir das Ganze abgeblasen haben. Da bin ich auch für etwas Geld sitzen geblieben, ne, für das Ganze drumherum. Aber letztendlich war das eine knappe und... Kopf aus der Schlinge gezogen. Ja. Okay, und dann hast du den nächsten Schritt gemacht und hast gesagt, dann war die Entscheidung leicht, schnell getroffen. Dann ging es ja, Analogie, Immobilien. Genau, dann dieser Traum ist quasi geplatzt, ja, und die eine Bubble geplatzt und die andere öffnet sich gerade. Und dann habe ich gesagt, ja, was irgendwas musst du machen, ja. Also weiter als Projektleiter bis zur Rente nicht, der Indoor-Spielplatz jetzt nicht und auch keinen anderen, auch selbst nach Corona. Nee, da sind zu viele Risiken, ja, die man selbst nicht steuern kann. Und dann kam das eigentlich recht einfach in meinem Kopf zu sagen, hey, guck mal, die Makler, so bei uns in der Umgebung oder wahrscheinlich auch drumherum, können es nicht so, wie ich mir das vorstelle, was ein Kunde vom Makler benötigt. Und so kam dann die Entscheidung zu gründen. Ja. Und dann bist du gestartet. Genau, und dann bin ich gestartet. Okay, cool. Und jetzt sag doch mal so, wenn du hast ja dann angefangen, du hast dann gestartet. Ist denn das Maklergeschäft dann doch so einfach, wie viele denken, Tür aufschließen, Provision verdienen? So wie die das machen, willst du es ja nicht machen. Also du willst es ja besser machen. Aber wie? Keine Ahnung. Doch keine Ahnung, ja. Mhm. Irgendwas machen. Mhm. Versuchen, das besser zu machen. Ja, so.
Und so bin ich da rein gestolpert. Aber ist das nicht spannend, dass, ja, das geht ja vielen so. Und dass dadurch entsteht ja eigentlich auch die Tatsache, dass viele nicht wirklich genau wissen, was sie tun sollen. Dann machen sie irgendetwas und das ist nicht wirklich cool. Aber wie bist du denn jetzt auf diesen Weg gekommen, dass es dann doch funktioniert? Durch euch. Okay, was ist denn da passiert? Also jetzt vorher, nachher, also was waren so die Schritte und was waren vielleicht auch die Augenöffner für dich jetzt als ich sag jetzt mal, du bist ja nebenberuflich eingestiegen, das will ich ja nochmal sagen. Also vor Jahren hätte ich gesagt, oh Gottes Willen, ja, also Makler, der Nebenberufler ist und so weiter, sehe ich heute auch ein bisschen anders. Aber du hast ja tatsächlich gesagt, okay, ich bleibe erstmal in meinem Job und fange erstmal langsam an. Um mal eine klare Situation zu beschreiben, ja. Ich gehe zum Eigentümer, Eigentümer ruft mich an, sagt, Herr Wertz, wir wollen unsere Immobilie wahrscheinlich verkaufen. Können Sie uns da beraten, ja? Eine Wertermittlung machen, das wollen ja die meisten. So, und dann triffst du dich mit dem Eigentümer in der Immobilie und ich wusste einfach nicht, wo der Anfang und das Ende ist. Also quasi irgendwas gemacht, ja? Hallo, alles klar? Und der Eigentümer sagt, ja, soll ich Ihnen mal die Immobilie zeigen? Ja, zeigen Sie mal. Also quasi hinterhergelaufen. Ne? Mhm. Und irgendwann irgendwas besprochen, irgendwie verabschiedet. Und irgendwann, wenn die Bewertung, als die Bewertung fertig war, den zugeschickt. Also E-Mail, WhatsApp. Hier, gucken Sie, Herr Eigentümer, das ist der Preis. Fertig. Ja, und nachdem ich nur wenige Wochen, Monate, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, speziell nach unserem Live-Seminar, es war dann so klar, also die Nebelwand war nicht mehr. Ja? Also es war quasi so klar, der Prozess, wie kaufst du ein, wie führst du das Einkaufsgespräch, wie kommst du hin, was tust du als erstes, als zweites, was zum Schluss. Ja, und diese Klarheit, die ist so unheimlich wertvoll, zu wissen, dass es genau so funktioniert. Wie würdest du die so in der Skala, sag mal vielleicht von 1 bis 10, für einen Einsteiger, Quereinsteiger, jungen Maklerin, Makler, wie würdest du diese Klarheit, also versus Nebelwand, wie würdest du die einordnen, so in der Skala von 1 bis 10 oder wie auch immer du es beschreiben willst? Also ich bin fast schon dabei, die 10 zu geben. Ja, also ich würde mich mal als nicht, sei mal, dumm bezeichnen und schon einige Erfahrungen mit Maklern gesammelt im Kauf von Immobilien, ne, und beobachtet, wie sie es denn machen, ungefähr. Ne, aber jeder macht es anders und jeder macht es halt so, wie er denkt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Ja, jeder macht einfach so, wie er denkt, was aber nicht richtig ist und sie es auch nicht als richtig empfinden. Ja. Und jetzt habe ich die Frage verloren. Naja, also wie würdest du das werten, so von der aus der Nebelwand raus, ja, hin zu der Klarheit, so den Unterschied, also nochmal so einzuwerten, so nach dem Motto, du hast ja gerade schon gesagt, also eigentlich eher so, man macht, denkt so, das ist irgendwie richtig und am Ende des Tages ist es aber falsch. Ja. Ja, und dann auf einmal die, ich sag mal so, Klarheit zu haben. Also ich würde, glaube ich, die vollen 10 geben. Also es ist eine 180-Grad-Drehung. Ja, also ganz einfach erklärt. Es ist einfach eine 180-Grad-Wendung. Du hast mir mal von der Zeit erzählt, das würde ich vielleicht so auf jeden Fall nochmal einbringen, weil ich glaube, das ist so, zumindest hat mich das einerseits auch sehr stolz gemacht, aber das fand ich halt so ein schönes Beispiel, wo du bei Verkäufern warst, hast mit denen gesprochen. Es ging auch um das Thema Wunschvorstellungen, gerade so in der aktuellen Zeit oder generell bei Verkäufern ja immer wieder ein Thema. Mhm. Und du hast aber zwei Kunden waren es oder sowas, ne, die dann tatsächlich auch mal zu einem anderen Makler gegangen sind. Und dein Vorteil ist ja, und den sehe ich halt auch wirklich auf der Seite eines Quereinsteigers, wenn er erstmal so sich wirklich als Nebenberufler etabliert, auch als sehr, sehr gut an, weil du hast ja weniger Druck als jemand, der sofort alles auf eine Karte setzt. Mhm. Und du musst ja nicht jeden Auftrag annehmen. Genau. Ja. Erzähl doch mal sozusagen
den Leuten da draußen, was ist da passiert bei diesen ein oder zwei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Kunden? Genau, also es sind mittlerweile in den letzten Monaten 3 Immobilien, die entweder zurückgekommen sind von anderen Maklern oder entsprechend in der Konkurrenzauswahl dann die Wahl trotzdem auf mich gefallen ist. Ja. Mhm. Also als Beispiel, das letzte Objekt, was morgen übrigens online geht zur richtigen Uhrzeit, die sollte man natürlich auch wissen. Da war es so, ich habe mich vorgestellt, EK1, 2 Gespräch, Bewertung gemacht. Und dann hat der Eigentümer aber gesagt, Herr Wertz, wir müssen uns in der Familie beraten. Das war so der Vorwand. Habe gesagt, okay, alles gut, ja, machen Sie das. Und dann hat sich das ein wenig herausgezögert, also die Rückmeldung. Und dann habe ich nachgefasst, ja, was ist denn da los? Und dann war aber das Richtige, der richtige Vorwand da. Die wollen gerne einen anderen Makler hinzuziehen. Mhm. Haben mir aber nicht gesagt, was der Grund ist. Vielleicht haben die einen höheren Kaufpreis erwartet, wie auch immer. Und bei diesen Kunden habe ich mich regelrecht gefreut. Ich habe gesagt, cool, gehen Sie zu einem anderen Makler. Mal sehen, wie Sie zurückkommen. Und ich wusste, er kommt zurück. Weil niemand das liefert, was wir liefern. Und es verging ein paar Wochen, ja, der hat, was übrigens auch noch ein Vorteil bei dem anderen Makler war, der hat ihn persönlich kennengelernt. Ich hatte nur einen Skype-Call mit ihm. Mhm. Und dann, ich kann mich noch ganz genau erinnern, an dem Abend davor sitze ich in meinem, ich habe so ein kleines Whiteboard digital, und da habe ich dann hineingeschrieben, der liebe Verkäufer XY wird mir morgen den Auftrag zum Verkauf seiner Immobilie erteilen. Am nächsten Morgen wache ich auf, check meine E-Mails. Da kommt ein unterschriebener Maklervertrag, den ich Ihnen vorher mal zugeschickt habe. Also vor, komplett. Wie viel Zeit war dazwischen? Von? Ja, also jetzt zwischen diesem erstmal anderer Makler und dann. Das waren viele Wochen. Ja, das waren einige Wochen. Und dann, als wir das Ganze eingetütet haben, ne, der unterschriebene Kaufvertrag kam an in meiner Post. Maklervertrag. Genau. Mhm. Qualifizierter Alleinauftrag. Mhm. Ja. Was anderes machen wir übrigens auch nicht. Und dann habe ich mich bei ihm zur Schlussübergabe in der Immobilie getroffen und da habe ich immer gefragt, was waren denn so Ihre Beweggründe, dann doch mich zu beauftragen? Und dann hat er gesagt, er wird ganz klar, Ihr Konzept. Sie hatten ein Konzept. Und der andere nicht. Die andere Maklerin hatte kein Konzept. Cool. Und aber jetzt gib nochmal das Beispiel, wo tatsächlich die Leute in den Verkauf gegangen sind mit einem anderen Makler. Und sozusagen deiner Empfehlung, deiner Bewertung, Expertenbewertung nicht gefolgt sind. Ja, genau. Von denen gab es 2 in den letzten Monaten, mhm. beziehungsweise genau die letzte war so. Im Dezember habe ich die Kunden beraten, habe die Bewertung, Einwertung gemacht und dann, ich kann es ja glaube ich sagen, Preis, also quasi die Bewertung landete bei, ich glaube, 248.000 Euro mhm. für die Immobilie. Und dann vergingen ein paar Tage, das war auch ein Kunde, der weit weg wohnt, also zu dem konnte ich nicht fahren, ist irgendwo in Bayern. Und dann kam aber die Rückmeldung, Herr Wertz, wir haben das schon an einen anderen Makler gegeben. Super, herzlichen Glückwunsch. Okay. Herzlichen Glückwunsch, ja. Ich habe aber nicht gewusst, was ist da jetzt der Grund. Ja? Und ein paar Monate später, ich gucke immer wieder in die Anzeigen natürlich, so bei uns in der Umgebung, die Immobilie taucht nicht auf. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Und ich habe dem Kunden aber immer wieder mal eine WhatsApp geschickt. Hey, hallo lieber Kunde, wie geht's denn? Wie läuft's denn mit dem Verkauf Ihrer Immobilie? Und ein paar Monate später erst, 3 Monate später, war die Immobilie erst online. Sag ich, was ist denn da schiefgelaufen? Ja, Herr Wertz, wissen wir auch nicht. Wir haben alles gedrängt und gemacht und der Makler kam nicht aus dem Quark. Okay, aber der Vertrag existiert, ja. Okay, die Immobilie wurde irgendwann veröffentlicht für fast 300.000 Euro. Also über 60.000 Euro Überwert, ganz einfach. Und dann wurde mir natürlich klar, okay, so haben die den Kunden gefischt. War übrigens ein Bankmakler. Ne? Mhm. Und dann vergehen wieder Wochen. Ich schreibe, hallo Herr Kunde, wie läuft's denn? Ne? Besichtigung schon gehabt. Ach, Herr Wertz, hören Sie mir auf. Und irgendwann an einem Sonntag, vor einigen Wochen,
kommt die Mail oder die WhatsApp von dem Kunden. Herr Wertz, können wir morgen mal telefonieren? War mir alles klar. Ne? Und am Montag natürlich telefoniert. Da hat er sich ein bisschen ausgeheult. Geheult. Ja, ja, genau. Und eine einzige Besichtigung in dem halben Jahr. Sag ich, und Herr Eigentümer, ich habe Ihnen ja vorher was erklärt. Wissen Sie das noch? Ja, Herr Wertz, Sie haben mir genau erklärt, warum das der falsche Weg ist, den zu hohen Kaufpreis anzusetzen. Also sehen Sie, und genau das ist passiert. Ich bin kein Zauberer, ich bin kein Hellseher, aber das kann man schon voraussehen. Und dann hat mich natürlich gefragt, wie kommen wir da jetzt aus dem Vertrag? Ja, habe ihn dann beraten. Also wie kriegen wir die Kuh vom Eis sozusagen? Ne? Genau, und das war genau der Zeitpunkt, wo der Vertrag sowieso auslief, ja, wo sie halt nicht verlängert haben. Und dann hat er gesagt, Herr Wertz, machen Sie das doch bitte. Und ich habe gesagt, Herr Kunde, ich muss die Immobilie neu einwerten. Das ist ein halbes Jahr vergangen. Ja, alles klar, verstehen wir. Und letztendlich sind wir jetzt nochmal 10.000 Euro tiefer. Und er ist mucksmäuschenstill. Keine Diskussion. Nein. Herr Wertz, Sie machen das. Okay, aber du hast sie, wenn ich mich nicht irre, du hast sie ja schon verkauft, ne? Und dann ist sie noch nicht verkauft. Ah, nee, das waren zwei andere, die schnell, die wir noch nicht online. Okay. Wie war, also das heißt, also du hast schon mehrere solche Fälle gehabt. Genau, von diesen, von anderen Maklern, zwei Stück, genau, in den letzten Monaten. Ja. Und die hast du auch schon verkauft? Eine davon verkauft, die eine geht jetzt erst online, ja. Ja. Aber das zeigt ja ganz klar, dass durch unsere Prozesse, durch unser System hast du ja überhaupt, oder wie würdest du das beschreiben? Hast du dadurch erst diese Sicherheit bekommen? Also hättest du es vorher genauso gemacht oder hättest du gesagt, nee, vorher wäre ich eigentlich genau in die gleiche Falle getappt? Bin ich in die gleiche Falle getappt. Ja, also ich habe vor zwei Wochen erst eine Immobilie abgestoßen, die ich vor euch quasi akquiriert habe, wo der Eigentümer, also ich habe sie zu teuer eingekauft, ich habe auch diesem Irrglauben bin ich da verfallen und habe gesagt, hier, wir versuchen es mal, so wie Sie wollen, Herr Kunde. Also, und nach dem Coaching oder Zusammenarbeit mit euch ist mir das völlig bewusst, dass das nicht der richtige Weg ist und ich das auch nicht schaffe. Mhm. Ja. Und mit dem Verkäufer Rücksprache geführt und er war aber nicht bereit. Er hatte zu viele Schulden. Passiert auch schon mal, ja. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, dann sind wir aber nicht bereit, die Immobilie weiter im Bestand zu halten. Okay, ja, Haken dran. Macht, genau, Haken dran, weg. Super cool. Viktor, welche ein, zwei oder auch gerne drei Tipps würdest du heute einem neuen Makler einem Menschen, der Makler werden will, welche Tipps würdest du geben? Vielleicht ein, zwei Tipps, wo du sagst, das ist eigentlich entscheidend, wenn du erfolgreich werden willst. Man kann viel Geld investieren in Marketing, Google, Facebook, Ads, was auch immer. Nimm das Geld, investiere es in ein sinnvolles Coaching, zum Beispiel mit euch. Wenn ich das von Anfang an gemacht hätte, ich wäre schon wo ganz anders. Ja? Also das würde ich als allererstes tun. Ja? In das Coaching hier investieren, bevor ich irgendwo Geld reinstecke. In die Homepage, egal wo immer. Zweiter Schritt? Ja. Zweiter. Und zweiter Schritt, bevor man sich was 100% denkt, machen. Ja, also einen angehenden Makler kenne ich, der, mit dem habe ich schon öfter darüber gesprochen, ne, dass er jetzt endlich mal startet. Und er will aber die 100%. Ja, macht also sich der, viel zu viele genau, Gedanken. Viel zu viel Kleinigkeiten, ne, wie sein Logo aussieht, wie dies, wie das und Texte auf der Homepage. Ich sage, Junge, du musst starten. Ja. Mach Google My Business. Ja, mach das ein bisschen. Geh in die Zeitung. Mach ein paar Flyer. Ne, immer ein paar mach. Bis es 100% ist, bist du in der Kiste. Ja. Wird es nie. Ja, gut, es ist ja auch ein dynamischer Prozess. Ja. Du wächst ja auch. Du kannst nicht alles am Anfang 100% stehen haben. Es wächst, es geht schon. Also, wir fassen mal zusammen. Das ist schon total fein so.
Erster Punkt, hast du gesagt. Zweiter Punkt, machen. Aufhören, viel zu viele Gedanken zu machen, einfach loslegen, starten und Gas geben. Ja. Super. Genau. Victor, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das mal aus dieser Perspektive auch zu sehen. Bedanke mich sehr, dass du da warst und in diesem Sinne, das war's. Vielen Dank, Heinz, für die Einladung. Viel Erfolg. Ja. Danke.